Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, hier stehen immer noch die Häschen. Wir haben die Woche vor Ostern. Und für euch, wenn ihr das seht, ist Ostern schon längst gelaufen, weil es gab ja schon das Osterspecial beim letzten Mal. Oder nee, letztes Mal, vorletztes Mal glaube ich schon. Dazwischen kommt glaube ich noch ein normales Video, weil ich mache jetzt im Moment, versuche ich es so zu machen, dass ich immer ein Video mache, dann wieder eins von Kiddycraft, dann wieder ein Video von was anderem, dann wieder ein Kiddycraft, ne, also immer im Wechsel. Und die anderen habe ich alle schon lange fertig, schon weit vor Ostern hatte ich die anderen alle gedreht und jetzt packe ich die ganzen Kiddycraft so dazwischen. Deswegen kommt es jetzt mit dem Zeitstempel ein bisschen durcheinander. Das eine, was ich vielleicht dann gebaut habe, da hatte ich noch keine Baumatten, glaube ich sogar, weil... Ja, die schon viel älter sind, die schon viel vor viel längerer Zeit gedreht wurden, aber jetzt nach und nach immer wieder nach hinten geschoben werden durch die Kiddycraft-Sets. Weil ich will die Kiddycraft-Sets zeigen. Das schiebe ich jetzt immer so dazwischen. Und heute bauen wir das Farmhaus. Das habe ich ja quasi ab hier. Ab da habe ich das ja schon mal aufgebaut. Den Rest hatten ja Tina und Thorsten selber gebaut gehabt auf der Messe von dem Haus. Und ja. Aber das war echt cool. Das hier ist natürlich viel Wiederholung. Klar, bleibt nicht aus, aber trotzdem auch das macht Spaß. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es im Gesamten sich nochmal bauen lässt. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Und jetzt wünsche ich euch auch viel Spaß mit dem Video. Geht los, direkt in den Speedbuild. Wir packen das Ding aus. Ich sag mal, auf die Verpackung und so muss ich ja nicht nochmal eingehen. Das hatten wir ja alles schon gehabt. Und dementsprechend legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Muss noch mal eine ganze Kleinigkeit ergänzen. Das, ich weiß nicht warum, aber es passiert mir ständig. Es war schon auf der Messe so, dass mir das ständig passiert ist, dass ich das Ding Farmhaus genannt habe. Es ist der Bauernhofstall. Es ist ein Stall. Es ist kein Farmhaus. Das bitte ich zu entschuldigen, aber das, keine Ahnung, das hat sich bei mir so festgesetzt, weil es sieht halt aus wie ein normales Haus. Aber es ist halt keins. Es ist kein Farmhaus, es ist ein Bauernhofstall. Also ein Stall. Und dementsprechend, ja, aber das habe ich auch auf der Messe. Ständig habe ich Farmhaus gesagt. Könnte ich mir selber eine Ohrfeige für geben, aber ja, ist keine Ahnung. Warum ich das mache, ich weiß es nicht. Es hat nie als Farmhaus existiert. Es ist einfach nur in meinem Kopf so gebildet worden. Ja, wer weiß, was da noch so kommt. Ich sag nichts. Los geht's. Den ersten Bauabschnitt haben wir fertig. Wir haben hier jetzt soweit den einen Teil des Erdgeschosses mit dem Kuhstall und der Durchfahrt, wo das Pferd drin steht. Da haben wir eine kleine Heugabel oder Mistgabel und ja, eine Bürste zum Striegeln. Wir haben hier zum Hineinkommen in den Kuhstall das Tor, was wir öffnen können. Natürlich kann man aber auch durch die Tür. Die ist leider ein bisschen leichtgängig. Das ja, ist so das einzige Manko, was es bei den Sets gibt, dass die Türen so leichtgängig sind. Das wird aber, denke ich mal, auch in Zukunft nochmal anders werden, hoffentlich. Aber das ist so das einzige Manko. Die gehen viel zu leicht. Gut, die Kinder wird es wahrscheinlich nicht stören. Und für die ist es ja in erster Linie gemacht. Wir haben hier einen kleinen Futtertrog. Ja.
Das sieht schon ganz gut aus mit dem kleinen Blumenbeet davor, mit den riesen Toren. Das ist schon echt cool. Und ja, man muss halt gucken, dass die nicht zu weit zugedrückt werden, sonst verkantet das, wenn man den anderen versucht zuzudrücken. Ne? Ist ja logisch. Ja, wunderbar. Und es gab keine sonstigen Vorkommnisse, also es lässt sich super bauen. Man merkt wieder deutlich, dass ich hier jetzt gerade Panlos habe und nicht Lego. Beziehungsweise Panlos in Kiddycraft-Qualität, in höchster Qualität. Weil die Klemmkraft ist viel höher als bei Lego. Ich habe ja gerade erst das Osterset gebaut und das war so viel einfacher, als das hier zusammenzudrücken. Das ist ein Unterschied. Ja, aber trotzdem, es geht leicht. Es ist nicht irgendwie, dass es Kinder Schwierigkeiten haben, aber man merkt doch einen Unterschied. Und das finde ich cool. Das finde ich echt cool. Das macht das Ganze natürlich auch stabiler. Und hier kann man nicht ganz so leicht was abbrechen. Da muss man schon ganz bisschen Kraft für aufwenden. Das macht aber die Bespielbarkeit auch besser. Deutlich. Und übrig geblieben sind wieder nur Kleinteile, wie immer. Einmal die Pflanze und einmal ein Türgriff im Prinzip. Ja, sonst gibt es nichts zu erwähnen. Ich baue wieder mit PDF-Anleitung. Das geht deutlich einfacher, als hier noch eine Papieranleitung aufzublättern. Dann hat man noch weniger Platz. Deswegen ist mit PDF angenehmer. Aber wer Papier möchte, die ist halt dabei. Und die ist auch klammergebunden. Also ja, das war wohl tatsächlich dann wahrscheinlich nur ein Ausreißer auf der Messe, dass wir da eine hatten, die klebstoffgebunden war. Weil klammergebunden ist eigentlich richtig. Jo, ich würde sagen, nicht lang schnacken, weiter geht's. Wir haben den zweiten Bauabschnitt fertig und ich habe das ein oder andere direkt schon mit verändert beim Bau. Zum Beispiel habe ich hier jetzt eine andere Bürste hingegangen. Ich hatte nämlich noch eine Bürste aus irgendeinem anderen Set. Ich glaube, die waren aus den Xingbao Living Sets, diese kleinen Würfel. Die sieht besser nach einer Striegelbürste aus. Die habe ich jetzt genommen. Dafür habe ich die hier rausgenommen. Dann hatte ich ursprünglich versucht, den Vogel zu wechseln, weil wir immer nur diesen Vogel haben. Und ich habe jetzt versucht, diesen zu nehmen, aber den kriege ich nicht aufgesetzt. Der ist mit seinen ausgestreckten Flügeln, das passt nicht. Und den langen Schwanzfedern nach hinten kriege ich nicht da drauf. Schade. Vielleicht kriege ich den nachher woanders irgendwo noch untergebracht, zusätzlich. Auf dem Dach vielleicht oder so. Mal schauen. Dann habe ich natürlich die Misthaufen geändert. Ne? Einen habe ich getauscht gegen diese komischen... ja, Schokomuffins, sage ich mal. Und die anderen, ich hatte leider kein anderes Braun mehr als das Braun. Also ich habe nur noch dieses Nougat. Deswegen habe ich zweimal Nougat genommen. Der eine da hinten, der gehört da eigentlich nicht hin. Der wäre eigentlich jetzt übrig. Aber ich habe den damit hingesetzt, weil nur die zwei, das sieht ein bisschen verloren aus. Ja, wie gesagt, die habe ich dazu gesetzt. Normalerweise wären die ja weiß, weil es ja da einen Fehler... im System gab, sage ich mal. Jetzt muss ich mal gerade gucken, auf welcher Seite sind wir denn stehen geblieben? Spielt ja eigentlich keine Rolle, wir brauchen ja nur die Innenansicht, ne? Momentchen, haben wir sofort. Ach, warte mal, ich such das hier raus, das geht schneller. Oder auch nicht. Ja, die Anleitung ist sehr aufwendig, deswegen... braucht die ein bisschen Arbeitsspeicher? Das dauert einen Moment. Na komm, da haben wir die Schweinchen. Und
Da sieht man sie. Die sind halt weiß mitgeliefert. Das ist eigentlich falsch, aber ne, ja, konnte man jetzt nicht mehr ändern. Das ist zu spät aufgefallen. Die müssten ja eigentlich kackbraun sein. Ja, dementsprechend habe ich die weißen rausgenommen und habe die gegen diese bräunlichen eingesetzt, gegen die Nougatfarbenen und dann noch diesen kleinen Haufen hier daneben. Wobei, am besten wäre eigentlich, wenn ich den Haufen zur Kuh setze, weil die Kuh braucht ja auch irgendwas, die hat ja auch irgendwie mal Bedürfnis zu scheißen, ne? Dementsprechend, na, mit einer Hand alles ein bisschen, so. Ich weiß jetzt auch gar nicht, von welchem Hersteller dieses Scheißhäufchen kommt. Ist ja auch egal. Ja. Das habe ich auf jeden Fall angepasst und dann habe ich jetzt halt hier noch so ein paar Tierchen rausgesucht, die ich versuche noch mit unterzubringen. Einen kleinen Husky, ein Häschen und eine andere Katze. Die sind noch aus Cuman-Sets bzw. aus den Cuman-Trostpreisen, die ich beim letztjährigen Community-Treffen bei Thorsten beim Tombola gewonnen habe. Oder war es Tombola? Ne, Robellose waren es, glaube ich, ne? Ja, genau. Und die versuche ich hier ein bisschen mit unterzubringen. Jo, ansonsten ist nur das hier übrig geblieben. Wie gesagt, ihr müsst euch jetzt eine von den weißen Fliesen, die ich hier in Braun jetzt habe, mit beidenken, die mit übrig war. Die habe ich aber schon weggeräumt, als ich die hier rausgesucht habe. Dementsprechend sind die hier jetzt nicht mehr zu sehen. Und das war der zweite Bauabschnitt. Wir haben jetzt schon das Untergeschoss komplett. Und das Ende vom zweiten Bauabschnitt ist ja auch das, was ich mittlerweile schon quasi jetzt das zweite Mal baue, weil ich sie auf der Messe auch schon gebaut habe. Und ja, es macht aber einfach Riesenspaß. Es muss relativ häufig mal gedreht werden, um dies fertigzustellen untenrum. Aber das geht, das ist nicht das Problem. Ja, ansonsten keine Vorkommnisse. Außer, wie gesagt, dass ich, ja, nicht den Vogel getauscht kriege, weder hier innen noch außen. Hier könnte ich ihn tauschen, aber hier innen einen, der gerade zum Fliegen ansetzt. Ja, nee, das passt nicht so ganz, ne? Das wirkt nicht so. Dann lieber gucken, dass ich den draußen irgendwo einsetze. Ja, hier ist noch ein Huhn hingekommen. Kleines weiteres Beet mit einem Trog oder was. Ja. Und man kann sich dann halt aussuchen, ob man daraus einen Schweinestall macht, einen Kuhstall oder beides gemischt, so wie hier jetzt. Weil es gibt ja die verschiedenen Tierpacks und man kann mit diesen Tierpacks ja den Stall nach eigenen Wünschen gestalten. Es muss ja kein gemischter Stall bleiben, es kann auch ein reiner Kuhstall werden oder ein reiner Schweinestall. Dementsprechend, das finde ich schon echt cool. Die Ideen dazu sind klasse. Und wir machen weiter. Der dritte Bauabschnitt ist fertig und eigentlich haben wir das Haus schon fast komplett. Es fehlt nur noch das Dach bzw. die Dachflächen, die hier noch offen sind. Man kann hier reingucken, wir haben hier ganz viel Stroh und ein Bett im Strohhaufen auf dem Strohspeicher. Hier haben wir noch ein paar Getreidesäcke, eine Leiter, eine Ratte. Eine Maus würde ich nicht sagen, dafür hat sie einen zu langen Schwanz. Ja, ist jetzt soweit komplett bis auf die Flächen, die halt hier noch drauf kommen. Wir haben ein kleines Storchennest. Da passt der Vogel jetzt so leider nicht drauf. Da müsste ich mir was einfallen lassen, dass ich den da hinsetze. Aber ich schau mal, irgendwie kriege ich den untergebracht. Das ist nicht das Problem. Hier können wir natürlich das Ganze zuklipsen. Dann geht das nicht mehr auf.
Das ist jetzt natürlich mit einer Hand wieder so eine Sache, ne? Nee, mit einer Hand ist das. Ah, komm. Klippt natürlich sehr gut. Also, die, wie gesagt, Klemmkraft ist hervorragend. Ja. Und dann haben wir das Ganze geschlossen. Die Türen, wie gesagt, das ist das einzige Ärgernis. Ansonsten gibt es da keine Vorkommnisse, keine Probleme. Das passt soweit alles. Und übrig geblieben ist nichts weiter. Es sind weiterhin nur die Teile wie vorher. Da ist nichts zugekommen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen gleich in Runde 4. Weiter geht's. Da haben wir den Bauernhofstall fertig und die vier Figuren mit dem zusätzlichen Reiterhelm für den Jockey haben wir hier auch. Wir haben hier so ein paar kleine Steine, die zusätzlich noch über sind, die gehören aber so dazu. Keine Ahnung, ob die dann später dazu dienen sollen, Reitbarrieren aufzustellen oder so. Ich habe keine Ahnung, die sind halt hier mit übrig, genau wie der Sattel natürlich. Ja. Das habe ich Thorsten noch gar nicht gefragt, was er sich dabei genau gedacht hat. Weil Strohballen sind es ja nicht. Ich denke mal, das ist eher, dass man noch irgendwas damit basteln kann. Ja, man kann den Sattel natürlich dann gleich auch aufsetzen. Können wir gleich einmal machen. Übrig geblieben ist ein bisschen was. Wir haben vier von den Solargittern übrig. Wir haben eine von den C-Clamps von der Solaranlage übrig. Der hier ist nur übrig, weil ich da jetzt den Vogel hingesetzt habe. Sonst wäre der nicht übrig. Die Bürste ist klar, haben wir ja ausgetauscht und die beiden hatte ich ja auch schon erklärt. Das ist alles, was übrig ist. So, ich habe jetzt dort noch eine Katze mit beigesetzt. Ich habe hier vorne noch das Häschen mit beigesetzt. Und auf der Seite habe ich den Husky mit beigesetzt. Da haben wir die Solaranlage. Natürlich, das lässt sich wunderbar rausnehmen. Da sieht man dann noch das Kätzchen wieder. Also das fügt sich hier wunderbar zusammen. Ich sehe nur gerade, ich muss den Vogel auf die andere Seite setzen, weil wenn ich sonst zuklappe, funktioniert das nicht, weil der Vogel dann, ja, alles klar, ich habe schon verstanden, dass er im Storchennest sitzt. Kein Problem, ändern wir um, kommt er dahin. Zwupp. Geht auch. Ja, die Figuren, wie gesagt, haben wir hier. Und wir können natürlich das Pferd auch besatteln. Es ist ja natürlich der Spielwert da und der steht ja auch im Vordergrund. Ne, Sattel aufsetzen, ihn reinpacken. Und natürlich wechseln wir ihm die Mütze dafür. Ach, mit einer Hand ist das echt nicht so leicht. Das ist... ich könnte ja ein Stativ benutzen, ne? Aber das habe ich schon wieder vergessen. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, dran gedacht. Oder vorletztes Mal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich denke zu häufig nicht dran. Die Arme noch richtig, sorry, jetzt habe ich mit der Kamera gerade wieder in irgendwo ins Nirvana geschwenkt. Und schon sitzt er auf seinem Gaul und reitet los. Ja, also das Set hat riesen Spaß gemacht zu bauen. Insgesamt die Sets sind einfach klasse. Kann ich wirklich empfehlen. Spielwert ist 100%, also hier hinten versteckt sich noch eine kleine schwarze Katze. Ja, wie gesagt, die ist jetzt noch von meinen Cuman-Sets, genauso wie die anderen Tiere, die ich hinzugefügt habe, wie oben die Möwe. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das schon echt cool. Macht Spaß zu bauen und ja, ich werde hier und da auch wahrscheinlich das eine oder andere nochmal irgendwann umbauen und ergänzen. Oh, ja, man darf es nicht zu nah an den Rand stellen, weil sonst ragt man die Sachen um. Ne? Hier vorne wird quasi der Husky ausgehebelt und der hat jetzt gerade keine Lust mehr zu stehen. Okay, der steht ein bisschen unter Spannung. Das ist wie so eine tickende Zeitbombe. Schauen wir mal,
ob der hält. Ansonsten springt er halt wieder ab. Ja. Gut, der gehört aber auch nicht zum Set, wie gesagt. Ne? Der gehört halt zu meinen Human-Figuren bzw. Tieren, die ich letztes Jahr geschenkt bekommen habe bei der Rubbellos-Aktion. Die habe ich einfach mit beigepackt. Die machen dann gutes Bild zu. Ja, Figuren wird es demnächst auch noch ein paar geben, die ich hier mit hinzupacke, weil die hier kommen ja wieder in die Vitrine zurück. Aber ich bin am Samstag, das heißt übermorgen, wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon längst da gewesen, werde ich bei Thorsten im Laden vorbeischauen und gucken, dass ich mir noch ein paar Figuren zusammenstelle, weil der hat da nämlich eine Grabbelkiste, wo man sich selber Kiddies Figuren selber zusammenstellen kann und dann einzelne Figuren quasi dort auch bekommen kann. Ich versuche dann unter anderem dort meine Custom Minifig selber zu kreieren bzw. nachzubauen. Ich habe sie euch ja schon mal gezeigt, als ich die Minifiguren vorgestellt habe. Und die werde ich auf jeden Fall dann dort versuchen, mindestens noch 2, 3, 4 Mal zu bauen und mitzunehmen, dass ich auch von mir eine Custom Minifig habe. Noch unbedruckt, aber auch das wird noch kommen. Aber erstmal passt die ja hundertprozentig so vom Aussehen, wie ich sie gezeigt habe. Gut, ja. Das war's von mir heute mal wieder. Ist wieder ein etwas längeres Video geworden. Wir sehen uns hoffentlich gesund und munter bei einem nächsten Video wieder. Schaltet wieder ein und mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund und munter und baut rein.